Seit 4 Uhr bin ich am Flughafen, weil wir einen Staatschef nach dem anderen hier sehr herzlich begrüßen. Die Mitglieder der G7-Staaten, aber auch die Partner von G7, die alle nach München kommen, weil sie in Elmau bzw. in München tagen und hoffentlich gute Lösungen finden für die schwierigen Aufgaben.